Tanja, du bist jetzt vermutlich die jüngste Führungskraft, auch dahingehend, dass du am wenigsten lang jetzt schon Führungskraft bist, damit ganz neu als Führungskraft. Wie geht's da in der neuen Rolle? Ich fühle mich sehr wohl in der neuen Rolle. Ich bin ja jetzt seit Ende 2018 schon die Geschäftsführerin vom Raiffeisen Club Tirol und habe da natürlich auch schon sehr viele Dinge mitgekriegt. Ich habe seitdem auch schon sehr viel Verantwortung, was den Raiffeisen Club betrifft. Natürlich jetzt ist das Thema Führungskraft noch dazugekommen. Fühlt sich aber für mich sehr stimmig an und ich bin unglaublich dankbar, dass die RLB mir die Chance gibt, als so junge Führungskraft wirklich schon so viel Verantwortung zu übernehmen. Wie bist du es angegangen? Eigentlich ist ganz vieles Thema gewesen, dass man sich selber damit befassen muss, was will man denn für eine Führungskraft sein. Mir geht es ganz viel darum, dass wir gemeinsam an den Zielen vom Raiffeisen Club arbeiten, dass wir wirklich gemeinsam Spaß und Freude an den Themen haben und die natürlich auch an die Kunden so rüberbringen. Du bist jetzt quasi für die jüngste Zielgruppe der Raiffeisenwelt zuständig, ja? Also für die ganz Kleinen, für die Sumsi-Fans, bis herauf zu den Studis, kann man sagen, oder? Mhm. Was ist da so dein wichtigstes Ziel? Alles, was wir im Raiffeisen-Club machen, steht für mich so unter dem großen Stern des finanziellen Wissens, der finanziellen Bildung. Mir ist ganz wichtig, dass wir in die Richtung gehen, dass wir in die Kinder und Jugendlichen natürlich zu Beginn einmal das Thema Sparen beibringen, dass wir da mehr Wissen vermitteln rund um dieses Thema und dann halt natürlich immer weiter passend zum steigenden Alter, welches Thema auch mit Geld und Finanzen dann einhergeht, dass da Wissen vorhanden ist und dass wir als Bank die Verantwortung übernehmen, auch dieses Wissen zu vermitteln. Was seien für dich so die Highlights im Laufe von so einem Jahr? Ganz sicher die Momente, wenn ich direkt merke, was unsere tagtägliche Arbeit bei den Menschen bewirkt, wenn ich an so einem Tag wie ein Weltsporttag dabei bin und dann die leuchtenden Kinderaugen sehen, wie sie mit ihrer Sportdose beim Schalter stehen und die ausleihen und sich ein Geschenk aussuchen. Oder auch bei den schon etwas größeren Jugendlichen, wenn wir bei einem Konzert dabei sind und sehen, wie viel Spaß sie haben. Du bist als Geschäftsführerin ja für die Jungen, also Kinder wie Jugendliche, wie auch Studenten, Lehrlinge verantwortlich. Und wir wissen, dass die in einer besonderen Weise betroffen sein, aber auch leiden, weil sie wahrscheinlich das erste Mal mit so einer unglaublichen Krise konfrontiert worden sind. Wie geht man da als Geschäftsführerin für so einen Bereich dann damit um? Ist sicher keine leichte Situation, weil auch ganz viele Sachen, die für die Kinder und Jugendlichen wichtig sein und zu ihrem tagtäglichen Tun dazugehören, einfach nicht mehr möglich sein im Moment. Was ich aber schon glaube, ist, dass die Jugendlichen zusätzlich dazu auch noch sehr viele Unsicherheiten haben, was die Zukunft betrifft. Deswegen finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass wir als Raiffeisenbank der Begleiter und Unterstützer für die Jugendlichen sein. Diese Zukunftsunsicherheit, um jetzt das Wort Angst gar nicht in den Mund zu nehmen, da ist ja gerade die aktuelle Kampagne, die irgendwie ja vielleicht fast ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wirklich Covid-19 alles überschattet hat, aber die hätte ja genau das reflektiert, oder dieses Aufbäumen. Ja genau, wir haben heuer eine neue Jugendkampagne gelauncht. Bei Aufbäumen geht es genau eigentlich um dieses Thema, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist uns dabei sehr wichtig, weil es einfach auf lange Frist gesehen etwas ist, was in den Jugendlichen sehr wichtig ist. Aus dem Grund tun wir auch Bäume pflanzen für alle Jugendkonten, die wir abschließen und wollen damit auch sagen, dass wir wirklich langfristig als Partner für die Jugendlichen dabei sein wollen.